Hallo Herr Seibel, ich hatte dieses Video schon mal gemacht, aber ich sag mal, das erste hat mir halt nicht so gefallen. Also dachte ich mir mal, ich mach noch eins. Diesmal statt dem Editor mit dem Mikrofon. Ich hoffe, das stört nicht. Dann lege ich mal los. So, ich fange jetzt an. Nehmen mal nur zwei, sonst wird es unübersichtlich mit den Aufgaben dann. Turn left, turn left. So. Ein paar Blätter. Ich nehme mal eine ungerade Zahl. So. Lass sie mal ein bisschen laufen. Zuerst sollten wir schauen, ob da immer hier richtig rauskommt oder wahr. Ich nehme mal das Wort wahr. Hier ist es wahr. Und ich werde sagen mal, hier ist es nicht wahr. Also richtig. Das heißt, an den Ecken kann er sich nicht bewegen und da kommt dann falsch raus. Wir auf Polen Can Move klicken. Also hier, hier, hier und hier. Auch der müsste auch sich bewegen können. Kann er auch. Jetzt nicht mehr. Können wir ihn mal umdrehen und jetzt müsste er sich wieder bewegen können. Gut. So, dann schauen wir mal, was die alles in ihren Bäuchlein haben. Ups. Moment. So, and get leaves in. Der hat drei gegessen. Ich habe eine ungerade Zahl an Blättern genommen, damit man mal den Unterschied sieht. Er hat zwei gegessen. So, das passt dann auch. So, jetzt erzeuge ich mal einen neuen Wombat. Wie wir sehen können, ist er noch hungrig. Dann wollen wir dem mal was zu essen geben. Zweites Blättchen. Drittes Blättchen. Viertes Blättchen. Fünftes Blättchen. Ich hoffe, das wollten Sie wissen, ob ich den mal vertragen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. So, jetzt müsste er fünf Blättchen in seinem Bäuchlein haben. Steht auch hier. Hätten wir jetzt auch. So, die nächste Aufgabe ist es, dass wir die Richtung angeben. Es gibt vier Richtungen. Hoch, runter, rechts, links. Probieren wir es mal mit 0 aus. Der mittlere hat jetzt 0. Ist also rechts. Probieren wir mal die 1 aus. Ist also links. 1 ist links, 0 ist rechts. Kommen wir zu der 2. 2 ist oben. Ich schätze mal 3 ist dann unten. Probieren wir es aus. Und 3 ist unten. Gut. So. Jetzt sollte ich mal Dezimalzahlen eingeben. Aber ich denke mal, da es nicht definiert ist, wird er das nicht annehmen. So, nimmt er auch nicht an. Undefiniert. Gut. So. Eine Aufgabe weniger. So. Ich setze die mal jetzt wieder in eine Reihe. So, jetzt soll ich immer Act aufrufen. So. Hier für alle und hier mit Rechtsklick nur für einen. Ich setze mal hier hin, damit es deutlich ist. Jetzt klicke ich mal auf den. So, jetzt geht er auch nach vorne.
Der, jetzt geht der nach vorne. Gut. Jetzt mal den bis zum Ende der Welt. Mal sehen, was passiert. So, jetzt hat er sich umgedreht nach oben. Und geht auch wieder weiter. Wieder ans Ende und dreht wieder und geht weiter. So, das hätte ich jetzt auch abgehakt. So, die nächste Aufgabe ist, ich soll ein paar Wombats auf die Welt legen und ein paar Blätter hin streuen und auf den Eckbutton klicken. So, klicke ich dann mal. Haben die einen Schritt gemacht. Die oberen haben das Blatt gefunden, sind auf den Blättern. Ich nochmal klicke, sind die Blätter hier weg. Die sind wieder in einer Reihe. So, jetzt kriegt der dritte auch ein Blatt. Ist am Knabbern und mit dem Blättchen. Und das geht wieder weiter. So. Klicke ich mal wieder ein paar Mal drauf. So. Turn left, turn left, turn left. So. Ich mal wieder zurück. Ich kann beobachten, dass der Act-Button immer einen Schritt ausführt und es nicht einfach laufen lässt. Ich glaube, die Antwort sollte reichen. Also im Grunde immer einen Schritt. Hier ein, hier ein, hier ein. Wenn ich auf Run drücke, dann läuft es ja permanent. So, ob ich die ganze Zeit auf Act drücken würde. So, machen wir Pause. Sonst wird mir wieder schwindelig. So, die nächste Aufgabe ist, ich soll den Unterschied zwischen diesem Act und diesem Act-Button herausfinden. Da ich das ja schon vorhin gemerkt habe, beziehungsweise auch gesagt habe, ist, dass wenn ich hier auf den Wombat gehe und auf Act klicke, dass er nur dieser Wombat den einen Schritt macht. Aber wenn ich hier auf Act gehe, dass alle einen Schritt machen. Können hier schon mal schauen. So, alle einen Schritt nach vorne. Schiebe ich den mal hier nochmal mit dem, mit seinem speziellen Befehl nach vorne. So, macht er auch einen Schritt. Nur er alleine war. Und hier machen alle einen Schritt. Das ist der Unterschied. Gut, jetzt soll ich auf den Run-Button klicken. Mache ich einfach mal. So. Und alle laufen ganz fröhlich im Kreis. Gut. Stellen Sie mal wieder in die Position. Ich sehe mal Stelle. So. Jetzt soll ich mal mich um die Befehle Act und Move kümmern. Hier ist Act, hier ist Move. So, das zeige ich einfach mal. Der Unterschied ist einfach, wenn ich auf Act gehe, geht er auf das Blatt zu, frisst es auf und geht weiter. So. Wenn ich aber auf Move gehe, geht er auch auf das Blatt, frisst es aber nicht, läuft einfach weiter. Das ist der Unterschied. So, jetzt nochmal, wenn er auf dem Blatt sitzt, Move, passiert nichts. So, nochmal das gleiche mit Act, frisst er auf und dann geht er weiter. So, jetzt ans Ende der Welt und ein Blättchen, gehen wir mal auf Move. So, Moment, so, macht er nichts. Probieren wir mal Act aus, frisst er das Blatt, dreht sich um und läuft weiter. So, das war der Unterschied. Bei Act dreht er sich am Ende der Welt nach oben oder nach links, nach unten oder nach rechts, je nachdem in welcher Ecke er steht. Bei Move geht er einfach nur immer geradeaus, frisst kein Blättchen und dreht sich nicht um. Das wären die Unterschiede.
Die nächste Übung ist, ich soll ein paar Blätter mal hier hinlegen, hinstreuen. Moment, so. Und noch einer für dich. Und auf den Act-Button gehen. So. Blatt gefunden, sitzt auf dem Blatt, frisst das Blättchen auf und läuft. Der untere läuft weiter, bis er auch das Blättchen gefunden hat. Frisst ihn auf. Jetzt hat er ihn aufgefressen, der untere. Kann jetzt weiterlaufen. Der obere hat ihn fertig gefressen. Läuft jetzt auch wieder weiter. So. Ich weiß nicht, aber irgendwie kommt es mir vor, dass ich mich immer wieder mit den Aufgaben wiederhole. Ich sind die Aufgaben, die ich hier Schritt für Schritt mit dem Modul auf Cleroline mache. Nochmal die gleichen bei Ausführungen in Greenfruit, aber egal. Die Übung macht den Meister. Ich soll wieder erklären, was der Unterschied zwischen dem Act-Befehl ist und dem Act-Button. Mache ich gerne nochmal. Ist für mich überhaupt kein Problem. Beim Act-Button machen alle einen Schritt. Mit dem Act-Befehl macht nur einer den Schritt, auf dem ich anwende. So. Und bei Run laufen halt alle los, ob ich ständig auf Eck drücken würde. So kann man das eigentlich aussehen. Also ein Schleife halt irgendwie.